Willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier in einer alten Mühle mitten in der Schweiz. Ja, allzu groß ist die nicht, aber schauen wir uns die doch mal an, wa? Bis gleich. Na, der hat oder was? Und wie man hört, sind wir mitten an der Hauptstraße. So, wir sind jetzt auch noch mal ganz unten. Erdgeschoss eigentlich. Tür. Geht noch eine Treppe hoch. Ja, wir werden gleich gehen, aber erstmal. Rohrverbindung. Gaverio Zürich. Spooky. Ah, that's lava. Ja, doch noch nicht. Hier gibt es ein Hündchen-Bike. Oh, ja. Wir wissen ja alle, dass viele Lost Places hier immer besucht werden will. Aber auch der ein oder andere Obdachlose meistens dort einen Unterschlupf findet und ja, vielleicht sind gegönnt. Brotzeit. Besser Mohrebrot. Oh, da liegen so einige rum. Spezial Bauernbrot. Aha. Na gut. Wir gehen jetzt mal zu der Treppe. Wieder, wenn wir da hochgelaufen sind. Mal schauen, was ist. So, das ging jetzt ganz schön nach oben. Also, aber wieder ein Rohrkonstrukt. Da geht es dann nochmal hoch. Oh, wir sind gestoßen. Ja, wie man sieht, da wird viel benutzt vom Spray. Was bietet sich hier an? Denn 2022 soll das hier alles nicht mehr existieren. Da wird dann hier ein komplett neues Gebäude hochgezogen. Ja,
Dann schauen wir mal, was da oben ist. Sehen wir uns gleich wieder. So, dann sind wir oben auf dem Dach. Hier wachsen sogar schon die Bäume. Aber wir müssen echt aufpassen. Sonnenuntergang. Ja, ein Urwald auf dem Baum. Aber wie ihr seht, müssen wir aufpassen. Das Ding liegt halt mitten in der Stadt. Und man kann uns sonst erkennen, wa? Ja, da gehen wir mal wieder runter. Da gibt es auch noch einiges zu entdecken. So, hier haben wir diesen Elektrokasten. Nicht gerade wenig Licht hier drüber. Das ist richtig schön alt. Ja, und mit Wundern halt hier oben. Alles angetrieben. Und hier, das müsste fürs Mehl gewesen sein. Oder besser gesagt eher noch für die Körner, die ja zum Mehl wurden. Aber das Loch ist schon interessant, wa? Denn an der Decke ist nichts. So, dann wollen wir mal nach oben gehen. Denn das Treppenhaus soll eigentlich nicht schlecht sein. Und oben habe ich noch mehr gesehen. Aber vorsichtig muss man sein, das ist alles aus Holz hier. Sieht, sollten wir aufpassen. Na, da hinten. Das ist dann eine Rutsche für die Säcke gewesen. Geh auch nochmal hin. Ja, genau. Haben sie da oben? Sack rauf und dann irgendetwas dann darunter. Ja, jetzt liegt der Müll. Aber die Klappe ist noch da. So, jetzt sind wir. Da sieht man noch mehr von den Rollen. Wenn mal die Bänder liefen, sowas wie hier anzutreiben. Das ist eine Mühle. Und hier liegt dann das gemahlene Mehl durch. Genau, und hier ist das Reifenrad, wo er dann, ja, drüber lag, um es in den billigen Gang zu setzen. Mein Gott, guck mal, ist man nicht mehr in Deutschland, kann man die deutsche Sprache nicht mehr beherrschen. Ja, 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 oh Gott. Ja, schön kaputt hier. So, ja, dann gehen wir mal noch eine Etage raus. So, jetzt sind wir ganz oben angekommen. Da hinten auch nochmal die Rutsche. Man sieht ja überall, ich weiß nicht, das ist von den Maschinen größtenteils, schätze ich mal, war überall halt Löcher. Vom Verfall, aber halt auch von den Maschinen. Rüber kommen wir da jetzt nicht, aber hier sehen wir halt noch mehr. Ah,
Also für Leute mit Höhenangst wäre das jetzt hier nichts. Na gut. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dieses kleine Video hier aus der Schweiz. Wird vielleicht nicht der einzige Lost Place sein, den wir besuchen. Dann bis zum nächsten Mal, wa? Bis dahin, ciao, ciao.